Die Interaktion im öffentlichen Raum hat sich verändert, was besonders deutlich wurde im März. Da ist nämlich eine Art Zwischenraum verloren gegangen. Und das heißt, dass wir einerseits haben wir die breite Anonymität und auf der anderen Seite die Intimität in Beziehungen, in Familie. Und dazwischen spielt sich ganz viel ab, dass es im Grunde ist ein Spektrum von verschiedenen Formen von Interaktionen und miteinander sein. Und dieser Zwischenraum, der ist erstmal weggebrochen. Und das ist schon ganz interessant, weil uns der erstmal gar nicht so bewusst wird. Aber wenn Sie sich überlegen, es findet viel dort statt, ob Sie jetzt in Café gehen, ins Kino gehen, ins Fitnessstudio gehen, das sind alles Situationen, wo Sie niemanden unbedingt treffen müssen, aber Sie sehen sich wieder oder beispielsweise im Café, wenn Sie irgendwo regelmäßig hingehen, dann kennen Sie die Leute vom Sehen, Sie wissen nicht unbedingt, wie sie heißen, aber man erkennt sich wieder. Und dieses Zwischendrin, dieser Raum zwischendrin, der ist auf einmal weggebrochen. Und damit müssen im Grunde auch neue Selbstverständlichkeiten ausgehandelt werden, die nicht mehr da sind. Also beispielsweise, dass es eine neue Etikette geworden ist, Abstand zu halten. Es ist nicht mehr höflich, nah an jemand dran zu gehen, was für viele Frauen sicher auch sehr erfreulich ist, eben nicht mehr so nah jemand an sich dran zu haben. Und das ist jetzt leichter legitimierbar. Das ist eine Entwicklung, die vorher in der Form nicht sichtbar war. Und mit diesen Formen von Wegbrechen von Selbstverständlichkeiten wird noch mal deutlicher, wie Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und das ist recht spannend, was wir da beobachten können. Der Verdacht, dass ungleiche Geschlechterverhältnisse wieder aufleben, ist begründet. Er ist anfangs auch geäußert worden, dann wurde es aber auf die lange Bank geschoben. Insofern, jetzt warten wir erstmal ab. Aber im Oktober haben wir dann tatsächlich erfahren, es findet tatsächlich eine Retraditionalisierung statt. Es sind vor allem Mütter, die dann für die Versorgung der Familie zuständig sind, für Care, also für die Arbeit der Versorgung. Und das wird da hauptsächlich geleistet. Und das ist schon auch ein Missverhältnis, wenn man sich die Wertschätzung anschaut, die gesellschaftliche Wertschätzung, die nicht damit verbunden ist, dass jetzt substanzielle Gehaltserhöhungen stattfinden, sondern ja gut, eine Prämie ist mal ganz schön, aber Gehaltserhöhungen müssen wir mal schauen. Auf der anderen Seite gibt es 7 Milliarden Euro für die Lufthansa, damit die nicht in den Bach runtergeht. Und das ist schon recht deutlich, dass das auch mit Geschlecht zu tun hat. Wie beispielsweise, wenn wir einen Wissenschaftsbetrieb anschauen, was auch schon im April deutlich war, dass in der Zeit, dass da also auch in Fachjournals die Rückmeldung kam, es sind vor allem Männer, die Aufsätze einreichen. Frauen scheinen da durch die Maschen zu fallen. Die haben anderes zu tun. Die kümmern sich auf die Reproduktionsarbeit, auf die Care-Arbeit zu Hause. Aus der Corona-Krise können wir einiges lernen, nämlich dass der Staat handlungsfähig ist und dass er tatsächlich Maßnahmen durchsetzen kann, die zumindest teilweise auch befolgt werden. Also beispielsweise, dass es nicht zu einem Systemzusammenbruch führt, wenn wir am Wochenende nicht nach Mallorca fliegen dürfen oder wenn wir keinen Konsumrausch in einer Fußgängerzone veranstalten dürfen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, dass systemrelevante hat auch wiederum Kosten, die für den Staat und für die Allgemeinheit nicht so einfach zu stemmen sind. Nämlich beispielsweise die Versorgung von Menschen, Pflege von Alten, von Kranken. Wenn das anständig und richtig bezahlt würde, dann wäre das nicht mehr haltbar vor dem Hintergrund meine Freiheit, meine Werte, mein Lebensstil. Man müsste einiges daran ändern und dafür oder dazu ist kein Wandel absehbar, dass das gesellschaftlich durchsetzbar ist. Und insofern sieht der Lerneffekt theoretisch zwar gut aus, aber in der Umsetzung nicht berauschend.